Ich glaube, diese Quicktime, das kann man wahrscheinlich gar nicht. Das kann man wahrscheinlich gar nicht. Der hat ein Leben, ja, das sag ich dir, Digga. Der steht kurz mal auf, wenn ich ein bisschen lauter geworden bin, dann steht er halt auf. Und dann guckt er kurz und dann legt er sich wieder hin. Und pennt weiter. Und dann pennt er halt weiter, ne? Also den kümmert es überhaupt gar nicht. Also es kümmert ihm schon, was hier abgeht, weil es ja, wenn man lauter ist, dann merkt er das ja. Aber im Grunde, der hat halt ein Hundeleben, ne? Der pennt halt. Und darum sagt man ja auch, Hunde, bei Hunden ist es ja so, dass die eigentlich in der Regel nie richtig schlafen. Die haben immer nur so kurz Schlafmomente, wo sie halt kurz mal wegdösen oder träumen oder so. Aber dass sie richtig vollkommen schlafen, so 6-7 Stunden oder so ein Stück, das gibt's ja gar nicht. Die haben immer nur so ein kurzes Schlafmoment. Aber ich kam zurück. Zurück. Zu euch. Ihr seid eines Prinzen nicht würdig. Geht und fordert euren Thron. Aber wisst, ihr seid allein. Ein wahrer Freund der Frauen. Die, die du nicht tötest, können nicht schnell genug von dir fortkommen. Die, die du nicht tötest, können nicht schnell genug von dir wegkommen. Das ist doch deine Schuld eigentlich, du Penner. Nö, nee, kommt da ja keiner. Ah doch, okay. Okay, okay. Da sind sie ja wieder. Nein, die Sonne. Mann, wo schmeißt du eigentlich die Axt hin? Kannst du das mal erzählen? Bam! Was sind denn das eigentlich für Wesen? Sind das irgendwelche besiegten Könige oder sowas? Sieht sehr seltsam aus, ne? Oh, jetzt hat er den Sand natürlich wieder nicht eingesammelt. Mann. Ja, ich mag auch keine Katzen. Ich liebe auch, also ich mag auch, wenn denn ein Tier, denn ein Hund. Aber Katzen. Bei Katzen ist es ja auch so, dass du nie, du weißt halt nicht genau, was die so aushecken, ne? Die ist halt schwierig. Bei Katzen weißt du halt eigentlich nie, was die so aushecken, ne? Die können dich auf einer Minute oder auf einer Sekunde ja, kratzen, beißen oder keine Ahnung irgendwas, ne? Also es können natürlich Hunde auch, klar, aber der Hunde weiß aber immer, dass die immer dir untergeben sind, ja? Die machen immer das, was du halt möchtest, ja? Verletzt sich deine Gefühle. Bei einer Katze ist es halt immer. Ja. Die macht halt ihr eigenes Ding. Die kannst du halt nicht so abrichten wie ein Hund, ne? Der halt auf Kommando kommt. So eine Katze. Die interessiert dich so gar nicht, ob du. ob du möchtest, dass sie zu dir kommt oder so, ob sie. Keine Ahnung, irgendwas macht, ne? Der Katze ist es völlig Schnuppe. Die interessiert sich bloß für ihr Leben. Die interessiert sich nur für das eine. Aber ich habe da hinten...
Komisch, ey. Da hinten war eine Tür, ne? Naja, vielleicht komme ich ja hier zu dieser Tür hin. In meiner Jugend verlor ich mich oft in den Gassen der oberen Stadt. Ich rannte und irrte ziellos umher und mein Hirn ersann schreckliche Kreaturen. Die Dächer und Durchgänge erschienen wie geheime Fenster in andere Welten. Aber jetzt ist alles anders. Die Farbe ist abgeblättert und das Leben hat der Stille Platz gemacht. Nun herrschen Finsternis und Trübsal. Na, ich will warten, bis der Typ da sich umdreht. Hey, Taki-san! Auf Twitch. Vielen, vielen Dank für den Follower. Vielen, vielen Dank. Hey! Wusste gar nicht, dass du auch einen Twitch-Account hast. Ja, hättest ja mal viel früher schon bei Twitch reinschauen können, ne? Sag mal, wenn du gerade bei Twitch on bist, hackt es oder leckt es doll da bei Twitch? Weil viele sich schon beschwert haben, dass Twitch halt sehr leckt. Aber kannst du mal reinschreiben, ob es leckt oder nicht. So. Alter, ich wollte schon meinen, das Spiel hat sich wieder verabschiedet. Die Sandwinde erlangt, okay. Wir haben neuen Move. Neuen Move, Leute. Okay, das war's nicht. Da ist der Weg. Aber da hinten war auch eine Tür. Ich verstehe. Ja, ich weiß aber nicht, wie man da reinkommt. Ja, ein bisschen. Okay, okay, okay. Also dann liegt es wirklich an Twitch, Alter. Das ist krass, ne? Weil selbst bei Trovo ist alles okay. Da leckt auch nichts. Ich verstehe nicht, warum Twitch so einen Scheiß macht. Naja. Kann man jetzt nichts ändern. Aber wie kommt es, dass du noch wach bist? Der Palast ist nah. Doch ist der Weg der richtige? Dem Prinzen blieb nun nichts mehr übrig, als hinzunehmen, dass Farah für ihn verloren war. Und zwar aus eigener Schuld. Er hatte ihr die Wahrheit vorenthalten. Und hätte er mehr Mitgefühl gezeigt, wäre vielleicht alles anders gekommen. Ja. Doch jetzt war es leider zu spät. Dennoch, oder Taten zutiefst berührt. Sie hatte einen Wandel in ihm bewirkt und nach die finsteren Wünsche seines gewissenlosen Alter-Ego überwunden. Alex hat es nicht gepackt.
Ah, ich... Das kenne ich hier noch. Das kenne ich irgendwoher noch mit diesem Gartenscheiß. Oh, wie war das denn? Das war doch ganz kompliziert hier, diese Rotze. Das war ganz kompliziert, möchte ich meinen. Das war ganz kompliziert. Da musste man... Irgendwas musste man da ganz Schwieriges machen, glaube ich. Du warst so still. Was geht in dir vor? Ja, was soll ich denn sagen? Du bist nur der Prinz, den ich kenne. Du bist ein starker Krieger. Hör auf, sentimental zu sein. Das passt nicht zu dir. Oho. Wow, wirklich cool. Ich würde das nie schaffen. 6 Stunden. Ne, ich mach das auch jetzt zum ersten Mal. Also ich hab vorher auch nicht. Okay, hier konnte. Ne, hier dürfte ich nicht runter. Jetzt weiß ich aber nicht, ob man. Achso, ich muss da rüber. Ne, doch nicht. Was war das denn? Da muss ich erst auf der anderen Seite. Irgendwas musste man machen. Das war hier ganz schwierig. Das hatte ich auch für meinen Vater gemacht damals, als er das gespielt hat. Da musste man irgendwas... Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, wie das genau war hier, aber auf alle Fälle müssen wir den Schalter drücken, um da rüber reinzukommen. Stirb! Ich weiß nicht mehr, wie es war. Naja, geht alles irgendwie. Wie war das denn? Na, ich mache erstmal den Schalter hier. Genau, und dann konnten wir nämlich auf diese Dinger rüber. So war das nämlich. Und das war, glaube ich, auch mit Zeit irgendwas. Möchte ich meinen. Ach man, ich weiß nicht mehr, wie das genau war. Es gab auf alle Fälle eine sehr schwere Stelle hier in diesem Bereich. Aber ich weiß nicht mehr genau was. Da musste man irgendwas ganz Spezielles, Bestimmtes machen, um weiterzukommen. Sagt mir also, was für euch einen Krieger ausmacht. Er sehnt sich nach dem Kampf. Probleme löst er mit dem Schwert. Oder nicht? Hättet ihr mich vor Stunden gefragt, so hätte ich zugestimmt. Doch jetzt zögere ich. Denkt darüber nach. So.
Ah, da müssen wir erstmal zu den Typen dahin. Das ist nämlich der Obermacker. Oh. Nein, 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 nein. Scheißendreck. Nein, 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 den müssen wir töten unbedingt, Alter. Mann, was machst du denn da? So, okay, den haben wir. Alter, ich hab doch geblockt, Alter. So, alle platt gemacht. War doch nicht, also wenn es das jetzt war, dann war es doch nicht so schwer, wie ich in Erinnerung hatte. Also mir war so, als wenn es sehr, sehr schwer war. Aber anscheinend ist es ja doch nicht so schwer gewesen. Sandbehälter gewonnen. Gut, dann haben wir den letzten Sandbehälter auch freigeschalten. Zeitmeister. Theoretisch bräuchten wir eigentlich nur noch die ganzen Lebensdinger. Aber wie gesagt, da haben wir schon einige vergessen. Also ich denke mal, ein, zwei haben wir auf alle Fälle vergessen. Und insgesamt werden es wahrscheinlich noch drei sein. Drei oder vier. Ja, ich denke drei oder vier. So. Also, okay. Ich glaube, ich muss wieder hoch. Ah, genau, darüber. Ich denke... Ein wahrer Krieger kämpft nicht. Ah, hier ist doch auch irgendwas gewesen. Und was ist mit dem Mann, der für seinen Ruhm und seine Ehre kämpft? Für sein eigenes Schicksal? Größe kann meist nur so erlangt werden. Aber was ihr beschreibt, ist kein Mann. Es ist ein Monster. Verstehe. Wir müssen diesen Disput später fortsetzen. Diesen Disput? So, den haben wir auch. Super. Es läuft ja doch einigermaßen bis jetzt am Schnürchen wieder. Ach Quatsch. Das war richtig dämlich. Anstatt ich... Manchmal mache ich das so schnell, dass ich das gar nicht richtig checke. Und dann sitze ich da und frage mich, hey, warum bin ich jetzt tot? Oh, beide platt gemacht. Sehr gut. Haben wir doch super gemacht, oder? Ich bin richtig stolz auf mich. Richtig stolz. Och nö. Das ist der letzte, ne? Von die. Alter, rennt er mich erstmal rüber? Ja, klar.
Ja, was ist das denn für ein Arsch? Du hast alle Möglichkeiten, das Vieh zu besiegen. Greife von hinten an. Na, du bist richtig schlau, Digga. Was denkst du, was ich denn hier mache? Ey, was macht der denn hier? Kletterst du jetzt mal da hoch? Ich weiß nicht, was er macht. Thank you.